Jo, meine Lieben, willkommen zurück zu einem weiteren Silent Hill 2 Remake Guide und heute zeige ich euch, wo ihr die richtig fette Schrotflinte herbekommt. Damit könnt ihr nämlich per One-Shot die meisten Gegner mir nichts, seh nichts erledigen, also das Teil darf euch auf keinen Fall fehlen. Und dafür müsst ihr allerdings schon ein Stück weit vorangespielt haben, ihr müsst nämlich bis ins Krankenhaus Brookhaven gekommen sein, müsst im Second-Floor-Bereich schon unterwegs sein, sprich im Büro des Direktors und von dort aus folgt ihr jetzt einfach nur dem Weg bis in die Umkleide der Damen. Wo auch sonst liegt eine Schrotflinte, kann nicht anders sein, außer dass sie natürlich in der Damenumkleide da liegt. Und ja, hier haben wir auch schon einen weiteren Gegner, da einfach auf die Füße schießen mit der normalen Pistole. Das wird sich aber alles gleich ändern, wenn ihr dann die Schrotflinte habt. Da ist zwar die Munition etwas rar, aber ja, ihr werdet auf jeden Fall das ein oder andere finden. Hier hinten habt ihr noch einen Bären, mit dem ihr interagieren solltet. Das gibt noch ein wichtiges Teil im weiteren Verlauf. Einen zusätzlichen Guide dazu gibt es rund um das Handrätsel. Ja, und hier habt ihr dann auch schon das Objekt der Begierde, die Schrotflinte. Und ihr bekommt auch gleich noch eine Schrotkugel dazu. Umso besser. Ja, und mit dem Teil könnt ihr natürlich dann die Gegner super easy erledigen. Aber auch da immer ein bisschen aufpassen, am besten Kugeln sparen, soweit es geht natürlich, vielleicht auch mit der Pistole umhergehen und dann später das Ganze nutzen. Ich hoffe, das Ganze hat euch jetzt weitergeholfen. Wenn ihr weitere nützliche Tipps rund um Silent Hill 2 Remake sucht, dann folgt doch gerne der Playlist.